Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und es geht weiter mit dem Bundesliga-Check und wie ihr sehen könnt, geht es weiter mit Fortuna Düsseldorf. Letztes Jahr aufgestiegen, haben sie eine wirklich gute Bundesliga-Saison gespielt und deswegen gibt es natürlich auch ein paar Veränderungen am Kader. Viele Spieler wurden interessant, ein paar Leistungsträger sind gegangen, aber es sind eben auch neue Spieler hinzugekommen. Genau darauf gucken wir heute und vor allen Dingen auch, was Düsseldorf dieses Jahr erreichen kann. Beginnen tun wir aber erst einmal mit der letzten Saison. Was ist da eigentlich passiert? Am Ende gab es ja für Fortuna Düsseldorf, jetzt haben wir es, den 10. Tabellenplatz, was natürlich immens gut war. Es war eine richtig, richtig starke Saison, den Abstieg hat man souverän verhindert. Ach, was sagt man, sie hatten gar nichts mit dem Abstieg zu tun und alleine das schon zu sagen, ist, denke ich mal, für Fortuna Düsseldorf einfach nur spitzenmäßig. Das war wirklich eine richtig, richtig gute Saison, ich denke mal, es ist auch ganz schwer zu toppen, also als Aufsteiger 10er zu werden, ist schon wirklich eine Meisterleistung und das kann man einfach nur so stehen lassen. Gucken wir mal auf die Neuzugänge. Zum einen hat man sich Thomas Pledel geschnappt vom FC Ingolstadt, der eine wirklich gute Zweitligasaison gespielt hat, hat sich für höhere Aufgaben empfohlen und der passt auch wirklich gut rein bei Fortuna Düsseldorf. Florian Kastenmeier, der kam auch ablösefrei aus Stuttgart von der zweiten Mannschaft. Er wird als weiterer Keeper eine mögliche Alternative sein, sollte Rensing oder Wolf oder sollten die beiden mal erneut verletzt sein, mehr aber wohl auch vorerst nicht. Und jetzt haben wir einen Spieler, den ich schon dazu getan habe, der stand jetzt und wir haben gerade 19.30 Uhr, als ich das Video hier gerade aufnehme, stand jetzt noch nicht Düsseldorfer ist. Normalerweise mache ich das beim Bundesliga-Check nicht, da geht es wirklich nur um Fakten, da geht es um Spieler, die stand jetzt beim Verein sind. Weil aber das bei Werner Tekbete und Benito Raman zu 99,9% sicher ist, habe ich es jetzt mal dabei gepackt. Ist es am Ende doch falsch? Passiert da noch irgendwas Unerwartetes? Werde ich nochmal ein neues Video über Fortuna Düsseldorf machen, das verspreche ich euch. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Transfer funktioniert. Es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit und deswegen ist es ein bisschen blöd jetzt mit dem Video. Aber Stand jetzt oder vom Gefühl her wird Werner Tekbete ja vom FC Schalke 04 ausgeliehen mit einer Kaufoption, die wohl 2 Millionen Euro betreffen wird. Und dann haben wir noch zwei Leihrückkehrer bei Düsseldorf, Harvard Nielsen, der verliehen war in Duisburg und Johannes Bühler, der an den VfR Aalen verliehen war. Bei den Abgängen ist auch schon reichlich was passiert. Da hat man auch Leistungsträger verloren. Erstmal fangen wir an mit Marvin Ducksch, den wir rechts oben schon in seinem neuen Outfit sehen. Er ist ja nach Hannover 96 gegangen für 1,75 Millionen Euro. Kianz Froese, den hat man ablösefrei ziehen lassen und jetzt eben auch Benito Raman. Wie gesagt, Stand jetzt 19.30 Uhr ist das noch nicht fix. Ich glaube aber schon, dass das passieren wird und deswegen habe ich ihn jetzt hier reingepackt. Wahrscheinlich kommt heute oder morgen die Bekanntgabe, wird er für 13 Millionen Euro zur FC Schalke 04 wechseln. Medizincheck wurde schon absolviert und somit spült er natürlich nochmal ordentlich Kohle in die Kassen von Fortuna Düsseldorf. Emanuel Ijoa wurde ein weiteres Jahr verliehen, diesmal an Holstein Kiel. Jaroslav Drobny, der ist jetzt auch endgültig weg, sein Vertrag wurde nicht verlängert. Dodi Luke Bacchio war ja nur ausgeliehen vom FC Watford, der ist auch erstmal zurückgegangen. Vielleicht wird da nochmal ein Thema, Stand jetzt sieht es aber eher nicht danach aus. Markus Suttner, der auch ausgeliehen war von Brighton Hove Albion, auch der ist zurückgekehrt. Marcin Kaminski, über den sprechen wir gleich noch. Denn der soll bei Düsseldorf bleiben, allesamt oder alle Seiten wollen dies wohl auch. Und Takashi Usami ist zurückgekehrt zum FC Augsburg, da wollte man auch keine weitere Verpflichtung ins Auge fassen. Gucken wir uns nun mal die komplette Mannschaft der Düsseldorfer an, denn es hat sich ja schon so ein bisschen was getan. Im Tor eine neue oder eigentlich eine neue alte Situation, Michael Rensing war und ist doch jetzt wieder die Nummer 1. Raphael Wolf, dahinter Florian Kastenmeier, eben dann noch als weiterer Keeper und dann noch Tim Wiesner. In der Verteidigung rechts hinten zwei wirklich gute Möglichkeiten mit George Zimmer und Matthias Zimmermann. In der Innenverteidigung fehlt sicherlich noch Minimum ein Mann. Da hat man aktuell kann Ayhan, Robin Bormuth und André Hoffmann und links hinten Nico Gieselmann, der sicherlich auch wieder gesetzt sein wird, Diego Contento und Georgios Siaras. Im Mittelfeld sehen wir auf der 6er-Position Marcel Sobotka und Adam Botzek. Dann für die etwas offensiveren Positionen im zentralen Mittelfeld Alfredo Morales, Oliver Fink, Kevin Stöger und Ayman Barkok. Und dann noch für die Flügel Kenan Karaman, Johannes Bühler, Bernhard Tekbete, der Neuzugang vom FC Schalke 04, Davor Lovren und Thomas Pledel, der natürlich auch im Zentrum eingesetzt werden kann. Und im Angriff David Kovnatski, den hatte ich jetzt bei den Nordzugängen nicht aufgeführt, denn seine Leihe wurde ja sozusagen verlängert. Nun auch mit einer niedrigeren Kaufoption wohl um die 7 Millionen Euro. Also da ist auch ein langfristiger Verbleib nun sehr viel möglicher geworden, als es vorher der Fall war. Ruben Hennings natürlich noch als erfahrener Mann, Harvard Nielsen und Emir
Kujovic. Wir haben gerade schon gesehen, es fehlen noch ein paar Leute bei Düsseldorf. Es muss noch was getan werden und es werden wohl auch noch Spieler gehen. Zum allerersten Mal, habe ich vorhin schon angesprochen, die Torwartposition ist eigentlich eine neue alte, aber man sucht eigentlich ja noch eine komplett neue Nummer 1. Also Florian Kastenmeier ist natürlich dazugekommen, man hat Michael Rensing, man hat Raphael Wolf, aber man wollte noch eine neue Nummer 1. Michael Esser war lange ein Thema, der könnte eigentlich auch wieder ein Thema werden, denn er war eigentlich der Wunschkandidat. Dann hat Hannover gesagt, nein, wir behalten ihn, jetzt ist Ron-Robert Zieler zurück in Hannover, deswegen könnte der nochmal ein Thema werden. Und wer auch ein Thema ist, ist Zack Steffen. Diesen Keeper würde man wohl aber, wenn überhaupt, dann nur per Laie bekommen. Marcin Kaminski, den sehen wir rechts oben im Trikot von Fortuna Düsseldorf, und das wird er wohl bald auch wieder überstreifen können. Aktuell ist der Standpunkt, Düsseldorf will ihn, er will nach Düsseldorf, Stuttgart will ihn nach Düsseldorf verkaufen. Also eigentlich sind sich alle Parteien einig. Allerdings ist sein Gehalt relativ hoch, also da wird man noch drüber sprechen müssen, aber ich tippe mal schon, dass dieser Transfer dann auch endgültig vollzogen werden kann. Wir haben schon gesehen, die Abgänge von Benito Raman und Todi Luke Bakio reißen schon immense Löcher auf den Flügeln. Benat Tekwete ist schon da und es könnte wohl noch ein weiterer kommen. Erik Tommy ist wohl einer der Wunschkandidaten. Er ist bei Stuttgart aktuell in einer schwierigen Situation. Der neue Trainer Walter plant wohl eher als Rechtsverteidiger mit ihm. Und ob das aber der Flügelspieler so mitmacht, ist nochmal eine andere Frage. Er könnte sicherlich ein realistisches Thema in Düsseldorf sein. In Sachen Abgängen wird aber womöglich auch noch was passieren. Über wen lange diskutiert wurde, war Kaan Ayhan. Er hatte eine niedrige Ausstiegsklausel, die hätte er ziehen können, hat er nicht gemacht. Dadurch scheint es jetzt eigentlich so zu sein, dass er bleiben wird. Allerdings taucht jetzt nochmal ein neues Gerücht auf, denn Neapel ist nun auch nochmal herangetreten. Allerdings ist das jetzt auch schon wieder relativ kühl geworden. Also gehe ich mal davon aus, dass Kaan Ayhan auch sicherlich bei Düsseldorf bleiben wird. Zwei Namen, die Düsseldorf, tippe ich zumindest mal ganz stark, verlassen werden, ist zum einen Johannes Bühler, der im letzten Jahr verliehen war an Aalen. Ich glaube nicht, dass der eine wirkliche Rolle spielen wird. Und Harvard Nielsen, auch der war letztes Jahr verliehen. Und der hat auch selbst in Duisburg jetzt nicht so eine ganz zentrale Rolle eingenommen. Also kommt da ein passendes Angebot, wird er sicherlich gehen bei Emir Kujovic, eigentlich ein ähnliches Thema. Kommen wir nun zur Aufstellung und zur Taktik. Also ein ganz neuer Bereich, den wir hier beim Bundesliga-Check ansprechen, die Taktik, der Spielstil von Fortuna Düsseldorf. Also Fakt ist, Düsseldorf hat im letzten Jahr relativ defensiv gespielt und dann gekontert. Und genau das Spiel werden sie wohl auch jetzt ab dieser Saison auch genau so wieder machen. Sprich, eine gefestigte Defensive, da will man sicher stehen. Und deswegen wird man auch da eigentlich in Sachen Stammspieler nicht wirklich großartig was ändern, weil das eben wirklich gut funktioniert hat. Und dann eben ein ganz, ganz schnelles Kontern. Also Pressing ist immer wieder ein Thema. Nicht immens hohes Pressing, aber trotzdem eben teilweise Pressing, um dann eben Ballverluste zu provozieren. Und dann vor allen Dingen aber auch schnelles Kontern, schnell umschalten. Dafür braucht man schnelle Flügelspieler, wie im letzten Jahr zu sehen mit Luke Bakio und Benito Raman. Nun möglicherweise mit Bernat Tekbete. System ist nicht ganz so klar. Man hat oftmals mit einem 3-5-2 gespielt oder auch mit einem 3-4-3. Dafür brauchte man aber jetzt auf jeden Fall noch Minimum einen weiteren Innenverteidiger. Deswegen wird man wohl erstmal auf Viererkette setzen. Auch das war im letzten Jahr häufiger gespielt. Auch da gibt es aber viele verschiedene Optionen, die Friedhelm Funkel dort hat. 4-4-2, 4-3-3. Ich habe mich jetzt erstmal auf ein 4-2-3-1 festgelegt. Im Tor aktuell Michael Rensing. Man wird sehen, ob dort noch ein neuer Keeper kommen wird. Stand jetzt ist Rensing aber die Nummer 1. Viererkette stellt sich für mich auf jeden Fall von selbst auf. Zimmermann bekommt hier den Vorzug vor Zimmer, weil er eine Position nach vorne rutscht. Ayhan, Hoffmann und Gieselmann, an den dreien führt für mich kein Weg vorbei. Doppel 6, Marcel Sobotka sicherlich gesetzt, neben ihm ein etwas offensiverer Part mit Alfredo Morales, der auch schon ein wirklich gutes Jahr in der Bundesliga gespielt hat. Dann das 3 im Mittelfeld, Bernat Tekbete, wenn er kommt, hat er sicherlich auch gute Chancen, Stammspieler zu sein, Benito Raman noch direkt zu beerben, Kevin Stöger, sehr, sehr gute Bundesliga-Saison gespielt, wird sicherlich auf der 10 gesetzt sein. Rechts eben Jean Zimmer, auch wenn man dort noch weitere Möglichkeiten hat, mit beispielsweise nun auch Thomas Pledel oder auch noch Kenan Karaman, den man auch nicht vergessen sollte. Vorne tippe ich mal, dass David Kownacki endgültig Stammspieler sein wird. Friedhelm Funkel ist ja ein begeisterter Fan eigentlich fast schon von ihm. Und deswegen glaube ich schon, dass der eine zentrale Rolle auch vor allem in diesem Jahr bei Düsseldorf einnehmen wird. Kommen wir nun zum Trainer von Fortuna Düsseldorf, und das ist, wie sicherlich alle von euch wissen, Friedhelm Funkel. Er ist ja seit März 2016 bei Düsseldorf Trainer und mittlerweile 65 Jahre alt. Was viele gar nicht wissen, ist, dass er damals, als er gekommen ist, Fortuna vor einem Zweitliga-Abstieg rettete. Also sie waren wirklich kurz davor, in die dritte Liga abzusteigen,
aber er kam und half und somit ging es danach auch ganz, ganz steil bergauf. Also wie gesagt, in der Saison 2015, 2016 sah es wirklich schwarz aus für die Fortuna. Aber danach ging es wirklich auch bergauf. Der Aufstieg war eigentlich noch gar nicht so wirklich geplant, aber eben dann funktionierte es. Düsseldorf stieg in die erste Fußball-Bundesliga auf und hat dort eben ein richtig gutes Jahr erlebt, auch eben dank Friedhelm Funkel. Nicht umsonst wurde sein Vertrag verlängert, was ja auch nochmal ein paar Schwierigkeiten gab, aber darüber muss man jetzt nicht nochmal sprechen. Und Friedhelm Funkel passt einfach perfekt dorthin. Es wird spannend zu sehen sein, was dieses Jahr passiert, ob er Düsseldorf auch erneut so stark darstellen kann, wie er es im letzten Jahr getan hat und ob er vielleicht auch Düsseldorf langfristig in der Bundesliga halten kann. Abschließend müssen wir natürlich noch über die Erwartungen sprechen, die man an Fortuna Düsseldorf haben kann, haben wird, aber eben auch, was Düsseldorf von sich selbst erwartet. Denn klar ist, der 10. Platz aus dem Vorjahr macht natürlich ein bisschen Druck. Ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber natürlich steigen dadurch auch so ein bisschen die Erwartungen. Man hat sich jetzt nicht so gerade vom Abstieg gerettet, nein, man hat eine richtig gute Bundesliga-Saison gespielt. Das kann man eigentlich nur hoch anpreisen, das muss man so ganz klar sagen. Aber dadurch hat man natürlich auch so ein bisschen den Anspruch, das vielleicht in diesem Jahr ähnlich zu machen. Ich tippe mal, dass es schlechter laufen wird. Düsseldorf wird im Abstiegskampf wieder zu finden sein. Wenn sie sich aber fangen, wenn sie jetzt noch 2-3 gute Transfers tätigen, dann glaube ich auch, dass sie gute Chancen haben, erneut die Klasse zu halten. Im nächsten Video geht es dann weiter mit dem VfL Wolfsburg, Hertha BSC oder der TSG Hoffenheim. Stimmt gerne ab und dann sehen wir uns genau dort wieder.